Hallo und herzlich willkommen zu dieser Art von Video. Wie ihr wisst, habe ich ja ein Format, das nennt sich der erste Schwultag, wo ich Stück für Stück darüber berichte, wie man ein perfekter Schwuler werden kann. Beziehungsweise eigentlich kläre ich eher über diese Klischees auf, die es so gibt. Und ich bin vor kurzem auf einen Artikel gestoßen von BuzzFeed, wo heterosexuelle Männer darüber geschrieben haben, was für Dinge sie vermeiden, damit sie nicht schwul rüberkommen. Und ich habe sehr herzhaft gelacht und ich dachte, ich möchte das vielleicht einfach mal mit euch teilen, weil es einfach so wahnsinnig, wahnsinnig weird ist. Ich habe ein Buch gelesen und ein paar Typen haben mich daraufhin als schwul bezeichnet. Er hat extra dazu geschrieben, nicht wegen des Buches selbst, sondern weil ich ein Lesezeichen benutzt habe. Das ist so cool, weil Schwule können sich ja offensichtlich keine Zahlen merken und deswegen brauchen die immer ein Lesezeichen, damit sie sich halt erinnern, auf welcher Seite sie im Buch waren. Was wäre nicht schwul? Ich weiß nicht, so ein rohes Stück Steak irgendwie ins Buch reingelegt hätte. Steven, was würdest du in dein Buch legen, damit es besonders männlich als Lesezeichen dient? Ein abgenagter Knochen. Fun Fact, ich selbst bin schwul und besitze keine Lesezeichen. Ich bin mal mit meinem Schwager ins Kino gegangen. Und er hat mir gesagt, es wäre schwul, wenn ich neben ihm sitzen würde. Wenn man so chillig mit seinem besten Kumpel oder mit einem Schwager oder mit jemandem, mit dem man sich gut versteht, auf so einer Pärchencouch sitzen würde, selbst das wäre nicht mal. Schwul ist lediglich, wenn man sexuelle Handlungen vornimmt. Ich trinke mal einen Schluck Orangensaft aus meinem wunderschönen Cocktailglas. Kommt nämlich passend zum nächsten Punkt. Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der keine Cocktails trinken wollte, weil er dachte, dass das schwul wäre. Er hat die ganze Zeit nur Bier getrunken, um männlicher zu wirken. Woher kann das kommen? Ich glaube, weil Cocktails so wahnsinnig bunt sind und vielleicht auch ein bisschen süßlicher schmecken, wie so ein Sex on the Beach zum Beispiel. Ich hätte gerne Sex on the Beach. Da weiß nicht, das klingt vielleicht ein bisschen zu emotional, dass Typen deswegen keine Cocktails bestellen wollen würden. Trinkst du Cocktails? Ja. Was ist dein Lieblingscocktail? Bestimmt auch was Caribbean mit Sunset, irgendwie sowas. So, ja, mit. Ja, es war ganz bunt, ganz schwul war der auf jeden Fall. Ultra schwul. Also ich meine, klar, okay, wenn du jetzt so ein, du bist jetzt in so einer Männerrunde, alle heterosexuell, und du bist der Einzige, der jetzt, keine Ahnung, irgendwie so einen Cocktail bestellt. Und dann kommt einfach so ein Glas an, hier ist so das Glas und so ein bisschen Cocktail drin, so ein kleines, so ein kleiner Strohhalm und ein Schirmchen, eine halbe Ananas, ein geschnitzter Hahn. Also wenn das jetzt so ein riesenkrasser Gemüsekorb ist, hätte ich fast schon gesagt, dann wirkt das vielleicht ein klitzekleines bisschen drüber. Passend zu den Cocktails, wenn du aus einem Strohhalm trinkst, könnte man dich auch schnell für schwul halten. Warum? Warum darf man nicht aus einem Cocktail, aus einem Strohhalm trinken? Guck doch mal. Okay. Ich meine, es wäre ein sehr kleiner, den man in den Mund nimmt. Aber vom Prinzip her ist so dieser Move, dieses könnte man eventuell für eine sexuelle Handlung halten. Aber das ist doch auch ein Schelm, wer Böses denkt. Wie sieht denn das bitte aus, wenn du der Einzige bist, der aus einem Sangria-Eimer nicht mit so einem Strohhalm trinkt, sondern wie so ein Hund so über diesem Eimer hängst und aus diesem Ich meine, dann wirkst du weird. Dann würde ich lieber an einem Strohhalm trinken. In einem Video habe ich mal gesagt, dass es in der Shisha-Bar ja eigentlich genauso ist. Shisha-Bar ist, wenn homophobe Alpha-Tiere mit gezupften Augenbrauen abwechselnd am selben Schlauch lutschen und dabei Apfeltee aus Puppentassen trinken. Just saying. Da würde auch keiner sagen, oh mein Gott, das ist aber schwul. Ich meine, abgesehen von mir, ich habe das halt spaßenshalber mal gesagt, aber das ist keine sexuelle Handlung. Es gibt einen Typen, der keine phallusförmigen Lebensmittel essen wollte, weil er das für schwul gehalten hat. Also keine Gurken, keine Zucchini, kein Meerrettich, keine Aubergine. Nicht mal im zubereiteten Zustand, weil das ist schwules Essen. Und das erinnert mich daran, dass mich ein ehemaliger Arbeitskollege mal scherzhaft gefragt hat, ob Schwule eigentlich nur schwule Lebensmittel essen. Das ist mir selbst schon mal passiert. In der Grundschule habe ich Gymnastik gemacht, also relativ viel Bodentouren und ich war der King. Ja, ich konnte, am Barren konnte ich dir alles vortouren. Mein Lehrer hat immer gesagt, hier, Flummi, mach das mal vor. Und dann musste ich die ganzen Übungen am Reck und am Barren vormachen, weil ich halt besonders gut da drin war. Und da musste ich mir auch anhören, dass das ja ein schwuler Sport ist, dass ich doch lieber Basketball spielen sollte. Wo ich mir denke so, okay, Sport mit Bällen ist also vollkommen in Ordnung, das ist überhaupt nicht sexuell und überhaupt nicht irgendwie unmännlich, aber Sport ohne Bälle, mit Körperspannung und all sowas, das ist schwul. Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil man so enge Klamotten dabei tragen muss. Ein Kerl hat mich Pussy genannt, weil ich mir Sonnencreme draufgegeben habe. Hallo, wenn man sich schützen möchte vor Sonnenbrand oder vor Hautkrebs, dann ist es doch super sinnvoll, Sonnencreme zu benutzen. Also nein, echte Männer, die benutzen überhaupt keine Sonnencreme, weil ich bin stärker als die Sonne. What? Es ist schwul, dass man badet.
Duschen ist viel männlicher. Wer mir auf Instagram folgt, wird mitbekommen haben, dass ich des öfteren mal Livestreams aus der Badewanne mache. Jetzt werden viele sagen, warum machst du denn sowas? Aber für mich ist es einfach super effizient. Ich bin in der Badewanne und habe rein theoretisch ja eh nichts anderes zu tun, als zu entspannen. Bin meistens sowieso am Handy und lese irgendwelche Mails oder Kommentare. Und dann kann ich doch gleich einen Livestream machen und dabei quatschen. Das ist so, da nehme ich mir gerne die Zeit für, weil ich bade halt sehr gerne. Da habe ich mir auch schon oft anhören müssen, oh, es ist voll klar, du bist schwul und badest. Warum? Weil ich mir Zeit für mich nehme, weil ich mich entspanne, weil ich Wert darauf lege, auch mal meinem Körper und mir etwas Gutes zu tun? Machen Männer so etwas nicht? Dann wäre Yoga oder Meditation ja auch voll unmännlich. Witzigerweise habe ich das Baden irgendwie von meinem Vater. Mein Vater hat super gerne gebadet. Ich wusste gar nicht, dass der schwul ist. Und dass er immer noch mit einer Frau verheiratet ist. Der versteckt das ganz schön lang. Er hat 6 Kinder. Alibi. Alles Alibi. Angeblich ist es schwul, gerne zu brunchen. Dieser Artikel ist so wahnsinnig lustig, weil das sind Sachen, die habe ich wirklich original noch nie gehört. Brunchen ist ja quasi das Frühstück und Mittag zusammen, also Breakfast und Lunch, deswegen Brunch. Und dann frühstückst du einfach super lange. Und meistens ist es beim Brunch irgendwie gang und gäbe, dass du da gegrilltes essen kannst. Du kannst da Alkohol trinken. Es gibt sowohl Sekt als auch Biere. Also Brunch ist quasi so ein nettes Beisammensein und man isst einfach 5 Stunden lang. Wo ist das bitte schwul? Ich meine, wenn man Steak und Bier schon morgens essen und trinken möchte, dann soll man das doch tun. Und mein Gott, wenn es ein Prosecco ist oder weiß ich, ein Hugo oder ein Mimosa, dann ist das halt so. Ich meine, ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, aber ich finde es super witzig, weil tatsächlich aus meinem Freundeskreis kenne ich das nur, dass die Mädels jeden Sonntag brunchen waren. Und da war ich ab und zu mal mit. Und es war nie ein anderer Kerl dabei. Ab und zu hatte mal eine Freundin dann halt ihren eigenen Freund mit dabei oder so. Aber es war nie, dass der fester Bestandteil irgendwie dieser Brunch-Runde war. Und ich weiß gar nicht, warum. Das ist doch wie, als wenn man am Wochenende irgendwie schon morgens anfängt, den Grill anzuschmeißen, damit man um 12 das Steak auf den Grill hauen kann. Das ist doch rein theoretisch total das Gleiche. Aber da sind wir wieder in der Schiene, dass Grillen total männlich ist und Kuchen backen und Muffins machen, das ist natürlich voll für die Frau. Wenn irgendjemand fragen würde, wer von mir und meinem Freund der Mann und wer die Frau ist, ich könnte es nicht mal beantworten. Wenn man jetzt wirklich in diesen Klischees denken würde, ich mache den Haushalt. Also ich sauge, ich wische, ich putze die Fenster und all solche Geschichten. Mein Freund kocht und macht die Wäsche. Aber mein Freund grillt auch. Und mein Freund fährt Auto. Ich putze aber das Auto. Vielleicht sind wir beides Frauen. Schreibt mal in die Kommentare, was für Hobbys ihr für schwul haltet. Ich würde gerne mal so eine kleine Diskussion in den Kommentaren starten. Ich finde das nämlich super spannend. Vielleicht mache ich dann nochmal einen zweiten Teil zu diesem Video mit euren Kommentaren. Mein bester Kumpel denkt, es ist schwul, Bettwäsche und solchen Kram zu kaufen. Danke für die Info, du Idiot. Aber Handtücher muss man halt auch besorgen. Ja, wenn man natürlich irgendwie von zu Hause ausgezogen ist und man bekommt von Mutti alles gepackt. So, hier ist deine Bettwäsche, mein Schatz, und hier sind Handtücher. Und wenn die mal kaputt gehen, dann bekommst du zu Weihnachten neue. Wenn das so ist und man immer so groß geworden ist, dass diese Haushaltssachen immer nur von Frauen erledigt wurden, dann kann man natürlich eventuell denken, wenn man selbstständig ist. Man ist nicht selbstständig, wenn man nie Bettwäsche gekauft hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch heterosexuelle Männer schlafen in Bettwäsche. Oder vielleicht schlafen die auch nur auf so einem Nagelbett. Oder in ihrem Auto. Oder auf dem Grill. Man wollte mir verklickern, dass nur Schwule mit Frauen befreundet sein können, ohne sie sexuell zu belästigen. Das habe ich schon so oft gehört, dass eine Freundschaft zwischen einem heterosexuellen Mann und einer heterosexuellen Frau nicht möglich ist, weil immer einer mehr wollen würde. Bullshit! Ganz ehrlich, ich habe unheimlich viele heterosexuelle männliche Freunde. Immer abgesehen davon, dass ich mit super vielen von meiner Arbeit befreundet bin, die eine Freundin haben. Steven hat eine Freundin. Man kann miteinander befreundet sein, ohne dass man ein sexuelles Interesse an einer Person hat. Gut, ich war auch schon mal mit jemandem befreundet, den ich sexuell attraktiv fand. Aber man akzeptiert das, dass die Person halt kein Interesse an Männern hat und dann ist die Geschichte gegessen. Und so ist es auch bei heterosexuellen Männern. Man kann auch mit einer Frau befreundet sein, ohne dass man jetzt irgendwie auf die steht. Mein Vater hat früher immer gesagt, das ist mein Sohn Tommy. Er hat nur Freundinnen in seinem Freundeskreis, nur Mädels. Entweder er wird später mal schwul oder voll der Womanizer. Ich würde sagen, bin beides geworden. Auf dieser Seite findet ihr ein Video, das heißt Männlichkeitstest. Da könnt ihr mal gucken, wie männlich ihr seid. Und auf der Seite könnt ihr meinen Kanal abonnieren, dann seht ihr mich nächste Woche Sonntag wieder, denn da lade ich immer Videos hoch. Und jetzt schreibt ihr schnell schwule Hobbys in die Kommentare. Ich will einiges zu beantworten haben. Ich mach das. Jetzt vielleicht nicht alles, aber die besonders schwulen.